Erstmal ist es natürlich völlig klar, dass diese ganzen Themen, die ich auch sozusagen für meine Vorlesungen mit aufgearbeitet habe, wie Star Trek, wie James Bond, wie Fußball, Titanic, aber auch Dick und Doof, es gibt auch einen Vortrag bei der Physik von Stan und Ollie, das habe ich auch. Das sind alles Sachen, von denen ich auch ein Fan bin. Also die mich auch ohne Physik interessieren, die ich auch ohne Physik toll finde. Also das gehört schon mal dazu. Sie könnten da, ich kann immer sagen, ich werde niemals eine Vorlesung zur Physik bei Harry Potter machen, ja, weil ich mich für diesen ganzen Fantasy-Kram einfach nicht interessiere. Ich habe mir große Mühe gegeben. Ich habe also Harry Potter auch angefangen zu lesen, so die ersten 100 Seiten, weil die ganze Welt hat das ja gelesen. Und ich meine, irgendwie wird man dann erstaunt, sie alle lesen es, nur ich nicht. Und dann denke ich mir, okay, ich gebe ihm eine Chance, ich lese das. Und nach 100 Seiten fand das, er hat mich überhaupt nicht gepackt. Und deswegen mache ich nur Sachen, die mich auch so interessieren. Und bei James Bond war das ganz einfach. Und damit ging das auch los. Das war 1995 im Kino bei dem Film GoldenEye. Kennen Sie vielleicht noch die Anfangssequenz? James Bond springt einem Flugzeug hinterher, holt das in der Luft ein und kann dann aus der Szene rauskommen. Und ich weiß genau, ich meine, natürlich haben da auch alle damals im Kino gelacht, weil die Szene so schön absurd ist. Aber ich weiß so genau, dass ich in der Szene mir sofort überlegt habe, na, könnte das nicht wenigstens theoretisch klappen? Ja, mir war sofort klar, was da die entsprechenden Variablen sind. Das klappt nur, wenn man den Luftwiderstand berücksichtigt. Und dann gibt es da entsprechende Formeln. Also Sie müssen die Gewichtskraft und die Luftwiderstandskraft quasi in Relation zueinander setzen. Und die Gewichtskraft ist Masse mal Erdbeschleunigung. Luftwiderstand hängt so von seiner Querschnittsfläche ab, von seiner Stromlinienförmigkeit und so weiter. Dann habe ich das dann versucht, mir im Kopf auszurechnen. So könnte das klappen. Aber man stellt dann während der Berechnung fest, es ist eben doch komplizierter. Ob die Flugbahnen sich wirklich schneiden, das kriegen Sie nicht so leicht im Kopf raus. Das hat mich aber in den Filmen immer schon beschäftigt. Ne? Und was denn wenigstens passieren müsste, damit das klappt. Und dann habe ich nach dem Film mich hingesetzt und wollte das lösen. Das Problem habe ich auch nicht geschafft, weil das ist echt schwer. Und dann hatte ich erstmal keine Zeit. Aber dann habe ich am Wochenende mich an den Computer gesetzt. Sie müssen nämlich wie es in der Physik heißt, die Differentialgleichungen, die müssen Sie am Computer lösen, weil Sie die nicht mehr per Hand ausrechnen können. Das kommt keine einfachen Funktionen raus. Habe ich damals an den Computer gesetzt, habe das einprogrammiert und habe das gelöst. Und dann kam tatsächlich raus, unter bestimmten Bedingungen geht das. Ich meine, die Bedingungen sind ein bisschen abstrus, aber es geht. Und das hat natürlich super viel Spaß gemacht, das auszurechnen. Und da habe ich mir damals gedacht, ja gut, dann wäre ja auch mal eine schöne Aufgabe, wenn man so den waagerechten Wurf mit Reibung betrachtet in so einer Vorlesung. Damals wusste ich noch nicht, dass es mal tatsächlich dazu kommen wird, eine Vorlesung zu halten. Daran habe ich mich dann 6 Jahre später erinnert, als ich hier das erste Mal die Physikgrundvorlesung gehalten habe, 2001. Da dachte ich mir, Mensch, als ich dann bei waagerechten Wurf hatte, da war doch was mit James Bond. Und dann habe ich mir meine alten Berechnungen angeguckt und da habe ich das gemacht. Und das kam sehr gut an. Und dann habe ich da mit einem alten Schulfreund telefoniert und habe gesagt, Mensch, damals, du hast mir doch die Szene zusammengeschnitten. Ich habe da jetzt als nächstes Schwerpunktbewegung und ich will irgendwie zeigen, dass man jede Bewegung, die es in der Physik gibt, als eine Bewegung des Schwerpunktes und eine Drehung um den Schwerpunkt, dass man die in diese beiden Sachen zerlegen kann. Ja, wäre schön, wenn ich da irgend so einen Videoausschnitt hätte, weil dann behalten die Studenten sich da sofort. Und dann sagte der Freund zu mir, Mensch, dann nimm doch die Szene aus der Mann mit dem goldenen Colt. Da springt ein Auto ja, der Freund sitzt in einem Auto, fährt auf so eine Rampe zu, das war mal eine Brücke und die Brücke ist eingestürzt, aber er springt dann über den Fluss und das Auto dreht sich gleichzeitig um die Längsachse. Und da sehen Sie eben, der Schwerpunkt bewegt sich und gleichzeitig dreht sich das Auto um den Schwerpunkt. Also die Szene könnten Sie in jedes Lehrbuch übernehmen, weil die genau diesen Tatbestand perfekt widerspiegelt. Und Sie können sich das dann auch entsprechend genau ausrechnen unter dieser Annahme. Ja, da habe ich das gemacht, das kam natürlich dann auch gut an. Und so habe ich dann weitere Szenen versucht zu finden, die immer aktuell zur Vorlesung passten. Und so ist das gekommen. So ist das gekommen. Und ja, und dann habe ich 2002 einmal all die Szenen, die ich hatte, für einen Vortrag verwendet, den ich am Tag der offenen Tür der Uni gehalten habe. Und da müssen dann irgendwie Leute im Publikum gesessen haben, denen das gefallen hat. Und seitdem werde ich zu irgendwelchen Vorträgen eingeladen. So hat sich das entwickelt. Und wie gesagt, die anderen Themen sind reines Interesse gewesen. Also Fußball oder auch Dick und Doof und Star Trek und so, wenn man die Sachen gut findet. Also wenn das mit James Bond dann gemacht wurde, dann sind die anderen Sachen, liegen dann auch irgendwie auf der Hand.